Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hollow Knight. Beim letzten Mal habe ich den Stampfer gelernt, den ich gern zeigen würde, aber ich kann nicht, weil ich keine Seele übrig habe. Heute finden wir heraus, wo ich mit dem Stampfer hin kann. Ich weiß auf jeden Fall, was ein Weg ist. Und das ist... Oh, ich wollte irgendeinen Witz machen mit Einwegflaschen, aber er fällt mir nicht wirklich ein. Ich kam nur zum... Und nicht darüber hinaus, was einfach... Ist einfach ziemlich lustig. Auf jeden Fall weiß ich auf jeden Fall, dass bei der Kristallhülle etwas zum Stampfen gibt. Und ich will fast sagen, wir schauen da einfach mal hin. Und ansonsten habe ich das natürlich auf der Karte markiert, wo so ein paar Stellen sind. Und habe deswegen absolut keine Probleme, diese zu finden. Diese Stelle ist gerade ein bisschen kritischer geworden, als ich mir wünschen würde. Würde ich hier bitte weggehen? Okay, zwei weg. Bleiben noch zwei weitere, aber die kann ich unter Umständen ignorieren. So was, komm her. Oh mein Gott, die Explosion nach oben ist so stark. Oh, wie... Au. Wie konnte ich das Spiel bisher nur spielen, ohne diese zu besitzen? Ich mag es, dass ich an den Gegnern vorbeilaufen wollte. Und jetzt einfach... Au. Nein! Gegen alle Kämpfe. Das ist schon auch wirklich nervig, weißt du das? Also wirklich nervig. Wirklich, wirklich, wirklich. Außerdem, wir wollten noch ein paar Geo abholen gehen. Nein. Moment. Und danach können wir ein paar Talismane kaufen. Wir sind noch gar nicht so weit von hier abzuhauen bei genauer Überlegung. Ich wollte ursprünglich sowieso nur zum Händler. Dann habe ich gesehen, dass ich oben rechts entlang kann und dann... Ah, dann kam ein zum anderen. Das war magisch. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt zum Händler runter und dann können wir ihm... Wie viele von diesen Dingensrelikten habe ich? Ich müsste vier haben. Das heißt, 4 mal 8, wenn mich nicht alles täuscht, sind das allein 3200 Geo. Direkt bar auf die Kralle. Au, ich dachte, er wäre nach drei Schlägen tot, beziehungsweise nach zwei. Ganz offensichtlich lag ich falsch, wie so oft. Naja, wir sind sowieso gleich da. Runter. Runter. Dankeschön. Weiß ich zu schätzen. Warte, was ist da rechts? Oh, okay, cool. Gut zu wissen. Das heißt, wir hätten das soweit nachgeprüft und für nicht ganz so interessant befunden. Au. Jedes Mal, wenn ich irgendwo runterfalle... Oh, wie habe ich das nicht aktiviert? Warte, wo bin ich jetzt überhaupt? Warum habe ich den Shortcut hier noch vergessen? Ich habe so viele Fragen... Weiter runter, bitte. Weiter runter, bitte. Oh, das ist ein großer Mann. Zu Fuß weiter runter? Dieses Gebiet ist ein bisschen nervig. Weiß auch nicht. Ist mir ein bisschen zu verwinkelt, aber... Lass ich mal 4 Stück! Oh, die geben... Warte, habe ich nicht für das erste 800 bekommen? Oder war es was anderes? Oh, Paul. Noch ein Siegel von Highlands Nest. Gib es mir. Ah, ich sammle sie gerne, aber leider offenbaren sie nur wenige Informationen. Dennoch sind sie schön anzusehen und es ist nichts Falsches daran. Etwas nur, ob seine Schönheit zu genießen. Na, erzählst mir nichts Neues. Sind aber trotzdem ein paar Geo. Oh, Paul. Ein Sieg von Islands Nest. Ist noch etwas für mich. Wenn nicht, dann verlasse mein Haus. Ist ja gut. Noch ein Sieg von Highlands Nest. Ich habe gehört, Was? Da steht die Statue eines großen Ritters am Eingang der Stadt. Es könnte einer der großen 5 des Königreichs sein. Ich hätte selbst nachgesehen, aber das Tor ist schon lange fest verschlossen und der Weg drumherum ist wegen des ganzen wandelnden Höhlen einfach zu aufwendig. Okay. Oh, warte, ist das da? Ist das die eine Statue ganz am Ende bei der Klippe gemeint? Da, wo man da nicht mehr weitergehen kann? Da lag nämlich eine Statue im Boden, haben wir irgendeinen Talisman bekommen. Yep, das ist eindeutig noch ein Siegel von Highlands Nest. Das Land wird noch überschwemmt mit den Dingern. Ja, ich hätte nie gedacht, dass es noch so viele davon gibt. Wenn sie so gewöhnlich sind, wie du es erscheinen lässt, zeige ich vielleicht zu viel dafür. Ich würde zustimmen. Ein Journal des Wanderers? Ja, ja, ich lege es auf den Haufen zu den anderen. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, es zu entziffern. Es ist eine mühselige Arbeit, die vielen Sprachen der Käfer, die diese Höhlen erforscht haben, zu übersetzen. Okay, und wir haben 3600. Da würde ich sagen, wir gehen mal, machen eine kleine Shopping-Tour. Da wieder rum. Au. Ich bin heute nicht gut darin, was es betrifft, nicht Fallschaden zu nehmen. Und das ist erstaunlich, weil es keinen Fallschaden gibt in dem Spiel. Kann ich hier vielleicht einen Schlüssel reinwerfen?
Nein. Ich meine, ich kann wahrscheinlich einen reinwerfen, wenn ich einen Schlüssel kaufe. Lass mich aber erstmal hier entlang schon. Nämlich habe ich auf der Karte gesehen, dass man hier, ja, da theoretisch entlang könnte, aber das kann ich nicht. Und wie es aussieht, sind wir damit auch mit diesem Raum wieder fertig. Dann mache ich mich mal eben auf den Rückweg. Moment, ich habe gerade was gesehen. War ich hier schon? Nein, hier war ich nicht. Oh Gott! Nein! Nein, die machen so viel Schaden. Ein ranziges Ei. Davon haben wir inzwischen auch schon viele gefunden. Ich frage mich, wann die mal für irgendwas gut sein werden. Nein! Da unten sind 3500 Geo. Nein! Das war kein guter Zeitpunkt, um zu sterben. Ich meine, ich denke nicht, dass was schief gehen wird, aber wenn was schief geht, dann... Das wird der teuerste Fehler des gesamten Spiels. Aktuell noch. Ich meine, vielleicht bekomme ich noch einen teureren Fehler hin, aber so sehen wir noch nicht. So, wir wollen weiter runter. Weiter runter. Okay. Soweit, so gut. Und da unten müsste dann mein Geist auf mich warten. Ich bin trotzdem auch in einen Raum, in dem ich gerade eben, Nein. Nein! Wo ist mein Geist? Ich meine, ich höre ihn. Das heißt nicht, dass ich ihn sehen kann. Hallo? Ist da mein Geist? Irgendwo in der Umgebung, zufälligerweise. Ich habe ihn nämlich gehört und ich habe gehört, der hat mein Bargeld bei sich. Meine Personalien, die bräuchte ich. Nein? Ist okay. Lass mich da unten mal eben reinschauen. Alter, wo ist mein Geist? Warte, wie? Da links. Wie komme ich da links überhaupt rüber? Kann ich da überhaupt... Ich kann da rüber, oder? Oh Gott, okay. Ja, yeah, ich kann hier rüber. Aber warum ist er da gelandet? Du solltest da nicht sein. Er kann sogar meinen Stamm angreifen. Er hat so viel gelernt von mir. Okay, wir haben die 3400 Geo wieder zurück, wie viel auch immer das war. Dementsprechend würde ich fast behaupten, es ist an der Zeit... Wisst ihr was? Nein. Es ist noch nicht ganz an der Zeit. Ich will mich noch kurz hier unten umschauen. Denn ehrlich gesagt bin ich mir unsicher, ob ich hier unten schon war. Und ich weiß nicht, wann ich jemals sonst wieder daran denken würde, hier rüber zu gehen. Also lass mich das direkt jetzt erledigen. Zwei. Kritisch. Au. Das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir es erhofft hatte. Da wurde ich noch ein paar Mal von Gegnern sich erwischt. Das kommt mir hier unten aber nicht wirklich bekannt vor. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier war. Ja, das ist. Nee. Das ist ein paar Tage her, seit wir zuletzt waren, okay? Ich möchte bitte weiter nach oben. Okay, gute Neuigkeiten. Ich habe die Bank gefunden. Das heißt, es fehlt nur noch der weitere restliche Rückweg, welcher nicht allzu weit ist. Das heißt, wir können jederzeit unsere Geo ausgeben. Die Frage ist nur, will ich bei dem Händler, ich glaube Sly war sein Name, aus Mistmund, will ich bei ihm das ausgeben oder will ich zu der Talisman-Händlerin nochmal rüberschauen? Denn sie könnte eventuell noch interessante Dinge für uns haben. Au. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, was er am ehesten machen will. Ich denke, beides kann seine Vorzüge haben. Oh, Jungs. Ganz ruhig. Puh. Ich würde fast sagen, wir schauen nochmal zur Talisman-Händlerin hin. Bei der war ich schon länger nicht mehr. Und vielleicht hat sie ihr Sortiment inzwischen aktualisiert. Es gibt irgendwas Neues. Was eigentlich auch ganz cool wäre. Hallo. Ich war lange nicht mehr hier. Ich möchte erstmal einen Talisman-Sockel. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Schnellfokus. Der Kristall in seinem Innern ist hübsch. Ich war exquisit sogar. Ich habe gehört. Aber damit kann man. Damit kann man sich schneller auffallen. Das wäre, ehrlich gesagt, auch super hilfreich. Ich brauche mehr Talisman. Noch drei weitere, damit ich das holen kann. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben das heute abgeschlossen.
Und ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht sogar das mit dem schneller, mit dem schnelleren Fokus, ob ich das nicht vielleicht sogar ausrüsten will. Können den Seelenfänger ablegen und dafür den Schnellfokus ausrüsten. Kann ich bitte mal von dem Gegner getroffen werden, um das Ganze im Einsatz sehen zu können? Dankeschön. Jetzt geh weg. Ich denke, das ist ziemlich stark, ehrlich gesagt. Ich würde fast dazu tendieren, erstmal dabei zu bleiben. Und was ich gerade sehe, ich bin sogar hier gerade in der Nähe von der Kristallspitze, wo ich nochmal hinschauen wollte. Aber dann wiederum... nein, wir werden erst die Geo ausgeben. Dann schauen wir zur Kristallspitze. Ich glaube, ich sollte nicht mit 2400 Geo im Gepäck anfangen, neue Gebiete zu erkunden. Das schreit geradezu danach, schief zu laufen. Oh, und da oben haben wir noch einen Raufericht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, den Herrn Raufericht zu befreien. Denn ich habe das Gefühl, inzwischen habe ich die Skills, die dafür notwendig sind. Habe ich recht? Yeah. So, dann sollten wir sowieso gleich in Mistmund sein, wenn mich nicht alles täuscht. Yeah. Und wir können auch gleich noch einen Abstecher bei dem Vater von dem Raufericht machen. Hier in der Gegend war ich auch bei den Wegen unten schon lange nicht mehr. Will ich da vielleicht nochmal irgendwo hinschauen? Warte, was ist da unten links? Moment! Na, Moment. Das ist, hier geht's in den grünen Weg. Aber was ist noch weiter unten links? Habe ich gerade gesehen, dass das auf der Karte noch nicht eingezeichnet ist. Was ist das? Habe ich das? Habe ich das ganze Spiel über gezielt übersehen? Man muss ja Walljump, um hochzukommen. Ich denke, das bekomme ich hin. Interessant. Warum kann ich hier unten rein? Oh, ich kann hinuntersehen. Ups. Ich wollte, ich dachte, ich muss nach unten dashen. Wie kann ich eigentlich die ganze Zeit noch... Oh, mir gefällt das im Hintergrund nicht. Wie kann ich eigentlich die ganze Zeit noch neue Wege entdecken? Vor allem in diesen Anfangsgebieten. Grimmschlund! Ich dachte, ich hätte hier alles gesehen, aber... dem ist ganz offensichtlich nicht so. Ganz ruhig, Grimmschlund. Alter Abstand. Ups. Hör auf zu springen. Machst mir auch gerade ein bisschen zu viel Schaden, ehrlich. Ich dachte, ich komme wenigstens halbwegs dazu, mich zu heilen, wenn ich die schnellere Heilung habe. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht dazu, mich zu heilen. Au. Aber. Er springt. Oh mein Gott. Ich bin tot. Die schnellere Heilung ist genauso nutzlos. Die schnellere Heilung bringt genauso wenig wie die langsame. Ich kann sie so oder so im Kampf nicht verwenden. Ich bin mir sicher, ich hätte weniger Schaden genommen, wenn ich nicht versucht hätte, mich zu heilen. Ach Gott. Ich sehe gerade, was hier gerade den anderen Weg zurück. Ich mir dachte, auf der Karte links von hier ist was markiert. Und ich sehe, dass hier oben potenziell noch was wäre. Ich brauche den Walljump, um hier hochzukommen. Das ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Aber dafür sollte irgendwas Cooles Neues bekommen. Ich denke, ich werde einfach hier durchdashen. Gleiches gilt für hier. Ich meine, da gerade eben konnte ich nicht mal in der Mitte stehen. Okay. Und wir bekommen... Oh, ist das ein Gefäßteil? Nein, das ist eine Maske. Ich meine, umso besser. Umso besser. Kann auf jeden Fall nicht schaden, sowas dabei zu haben. So, und dann, was haben wir in dem Raum links von hier noch für eine Türe, durch die ich nie gegangen bin? Die hier. Warum bin ich durch die nie gegangen? Was ist das, eine heiße Quelle, die man auf der Karte markieren kann?
Lass mich die schnelle Kanalisierung mal direkt loswerden. Scheint ziemlich nutzlos zu sein. Allerdings hätte ich ganz gerne nicht den Nagelmeister. Lebensblutherz? Nein. Ich hätte ganz gerne den Baldur-Panzer. Das heißt, damit ich einen kleinen Panzer aufbaue, wenn ich mich heile. Ich denke, das wird ziemlich hilfreich. Ich kann sie mit Wasser bespritzen. Hier wird also meine Seele aufgefüllt, wenn ich da bin. Halbwegs interessant. Will ich behaupten. Und da unten links kann ich auch noch entlang. Wisst ihr was? Nein. Wir werden da gleich entlang schauen. Aber zuerst werde ich mein dummes, meinen Schatten wiederholen. Dann werden wir diesen komischen Zwischenboss besiegen. Und diesmal werde ich mich heilen können, ohne dafür verletzt zu werden, weil ich den Panzer habe. Ich habe ihn bisher mich übrigens nicht getraut auszurüsten, weil ich mir dachte, dass der Talisman dann kaputt geht. Ich mir dachte, den will ich dann vielleicht irgendwann später mal verwenden, aber bei genauer Überlegung geht nicht der Talisman generell kaputt, sondern nur bevor man sich wieder auf die Bank gesetzt hat oder so, wird dann einmal kurz nicht einsetzbar sein, denke ich. Das heißt, damit sollte ich so halbwegs leben können. So, hier sind wir stehen geblieben. Ungefähr. Hier kann ich ein bisschen Seele mitnehmen, was ich nicht brauche. Keinen Fehler machen, wir brauchen nämlich alles an Leben und Herzen, was wir haben können. Mit Leben und Herzen meine ich Leben und Seelen. Ups. So viel zu dem Thema. Ich meine, ich kann mich sowieso nicht wirklich heilen in dem Kampf. Was wäre hier zur Linken eigentlich? Wahrscheinlich ist das der Weg raus von hier. Wenn ich mal raten müsste. Lass mich das mal eben anschauen. Man kann ein bisschen Seelen mitnehmen. Und ansonsten... der... Weg nach draußen. Okay, lass mich noch die Geo hier mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind. Das war nicht sonderlich viel. Nein! Nein! Falsche Richtung gedasht! Ich will fast sagen, ich gehe hier einfach entlang. Genau, hier hätten wir nur das Teil. Und hier links. Ist hier irgendwas? Warum ist hier einfach nur ein Raum mit nichts? Das ist auch ein bisschen sehr suspekt, wenn ihr mich fragt. Okay. Dann können wir ihn also noch mitnehmen, bevor wir zum Kampf übergehen. Sehr hilfreich. Grimmschlund. Böser Grimmschlund. Diesmal versuche ich davon auszugehen, dass ich nicht in der Lage sein werde, mich zu heilen in dem Kampf. Boah, das läuft gut. Das läuft hervorragend. Dementsprechend versuche ich dem Zeug auszuweichen. Und es läuft einfach... Oh Gott, okay, die ganze Seite ist... Oh, das ist... ziemlich gut. Ist der Panzer eigentlich noch ganz? Nein. Ich glaube, der Panzer ist wieder kaputt gegangen. Und ich wünschte, der wäre nicht so anstrengend zu bekämpfen, wisst ihr das? Ach Gott! Ich wünschte doch, ich wäre in der Lage, den vielen Teilen auszuweichen. Heilung. Gott! Ich bekomme es einfach nicht hin. Haben wir ihn? Oh Gott, das war eine miserable Leistung von meiner Seite aus wieder, aber ich weiß nicht ganz, wie ich hätte ausweichen sollen. Wir bekommen. Hey, zweites Herzteil. Damit haben wir schon die Hälfte wieder. Das ist ziemlich gut. Und schau ich den ganzen Glibber am Boden an. Widerlich. Und man hätte ja auch hoch Walljumpen können. Nicht sicher, ob das was gebracht hätte, aber es wäre möglich gewesen. Okay. Und hier haben wir einen... Oh, schaut gerade für hier hin. Okay. Dann würde ich aber sagen, ich gehe meinem anderen Plan nach und wir gehen kurz hoch zu dem Raupenvater.
der bestimmt einen Namen hat. Ich habe nur keine Ahnung. Und dann schauen wir, ob er noch was Gutes für mich hat. Danach gehen wir zu Sly. Und schauen, was ich von Sly alles Schönes kaufen kann. Denn wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir eine Scherbe für das Gefäß kaufen können. Und dann sollte ich eventuell mehr von der Seele mitnehmen können. Beziehungsweise mehr von dem Seelenzeug. Was, denke ich, auch für sich ziemlich gut wäre. Bisher bin ich übrigens relativ begeistert von der Entscheidung, den Panzer mitzunehmen. Der scheint relativ hilfreich zu sein bei Bosskämpfen. Ja, ich kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht ist die schnelle Kanalisierung das, was man will, aber bisher scheint es eher ziemlich nutzlos zu sein. Patamas, Gio! So, ich möchte das Gefäßteil. Oh, das ist Nummer 2. Rotter nur 3 scheinbar. Patamas, Gio! Er verkauft noch eins. Ich meine, dann nehmen wir das mit. Und Nummer 3! Oh! Ist das unten links das kleine Gefäß neu dabei? Eleganter Schlüssel und sowas? Ich würde mir fast die andere Maskenscherbe noch holen wollen, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn wir ein Herz mehr haben, beziehungsweise eine Maske. Für 1500 gibt's die nächste. Wenn wir noch eins mehr haben, wird das halt ziemlich hilfreich sein. Wir können auch noch mal zu... Ich habe den Namen vergessen. Barpanada. Iselda. Oh, Barpanada. Suchst noch weiter Ausrüstung. Du hast doch schon so viel gekauft. Leider hast du für den Moment schon alles gekauft, was wir dir anbieten können. Conifer wird sicher erfreut sein. Auch wenn ich mich frage, wofür all diese Geo ausgeben möchte. Die Frage stellen wir uns alle. Nee, ich nicht. Ich respektiere ihn nur als Mensch. Ich habe nicht vor, seine Entscheidungen zu kritisieren. Im Vergleich zu dir. Würde ich sagen, dass ich ein besserer Partner für ihn wäre, aber ich denke schon, ehrlich gesagt. Au. Und da unten links ist noch ein kleines Gefäß. Ich frage mich, was man mit dem anfangen kann. Dafür sollte ich aber erstmal voll bekommen. Hast du sonst noch was für mich? Nein? Nein, 100 Geo sind nicht verkehrt. Ich denke nicht, dass es das wert wäre, dass ich dafür... Ich habe das Gefühl dafür, dass ich eins seiner Kinder gerettet habe. Sollte ich ein bisschen mehr bekommen als ein 100er, aber... Also okay. Wir machen es ja schließlich auch nur, um sie zu retten und nicht wegen der Belohnung. Die Belohnung ist aber doch ein guter Antrieb, um mich dazu zu bringen, es tatsächlich zu machen. Muss man fairerweise sagen. So, warte, hier will ich jetzt unten links entlang. Warum bin ich den Weg nicht entlang gegangen? Da ist irgendein Dorf oder so. Konnte ich hier vielleicht nicht entlang? Weil man rüber dashen muss? Stehe. Ein versteinerter Goam eingeklemmt in Fels. Okay. Ich wünschte, ich wäre ein versteinerter Goam oder auch Goam. Versteinert in Fels. Das wäre das Leben. Sieh was? Ich weiß nicht, wofür das jemals gut sein wird, aber... Ich denke, das hat von mir eine Markierung verdient. Ich meine, irgendwann wird es für irgendwas gut sein, richtig? Richtig. Das kann nicht einfach nur eine dumme, sinnlose Statue sein. Gehen wir weiter. Oh, jetzt bin ich hier oben. Der Pilzöde. Das ist ziemlich öde, aber auch gleichzeitig ein bisschen interessant. Ich bin übrigens relativ sicher, dass hier in der Pilzöde irgendwo noch ein NPC war, bei dem ich mal meinen Schaden erhöht habe. Beziehungsweise, ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwas hatte, wo ich, wo man auch so Zeug ausrüsten konnte. Damit konnte ich meinen Damage dann erhöhen, so lange, bis man einmal stirbt oder so. Aber ich habe das nicht mehr gefunden in diesem Playthrough jetzt. Und deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob das eine Sache ist, die mir wirklich passiert ist oder ob das meine Erinnerung mir da einen kleinen Streich spielt.
Vielleicht habe ich es auch verwechselt mit dem Typ, der generell den Schaden von einem erhöht, aber ich kann es wirklich nicht einschätzen. Wir haben auf jeden Fall hier soweit, den neuen Raum zu erkunden. Oh, hey Jungs. Oh, ausruhen. Oh, das zählt als Bank. Hallo. Es ist der Beinfresser. Versuche nicht, dich vorbeizuschleichen. Ich kann dich riechen. Hast du viel Geo eingesammelt? Gib mir Geo, dann zeige ich dir etwas Nettes. Klar. Nimm 86 Geo, mein Freund. Lass mich dir etwas zeigen. Sieh her. Willst du sie? Wenn du sie wirklich, wirklich willst, dann tausch sie für mehr Geo, mehr Geo. Fragiles Herz. Fragile Gier. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Ganz besonders toller, wertvoller Talisman. Möchtest du mehr Geo finden, dann halte diesen Talisman und geh jagen. Bring anschließend das Geo, das du findest, zu mir. Fragile Stärke ist das, was ich haben will. Du bist schwach, oder? Dann sollst du mir Geo geben. Wenn du das tust, gebe ich dir diesen Talisman, den ich hergestellt habe. Er wird dich stärker machen. Deine Feinde und alle anderen auch werden dich endlich fürchten. Angst davor hast du sterben, brauchst du diesen Talisman. Fragiles Herz. Das Problem ist, dass ich gerade nicht genug Geo dabei habe, aber... Das ist ziemlich genau der, den ich gesucht habe. Und ich fürchte, links werde ich so nicht durchkommen. Kann ich aber sonst irgendwie einfacher wieder zu ihm zurück? Oh Gott. Das ist eine unangenehme Gegend hier. Ja, doch, hier sollte ich auf jeden Fall leicht zu ihm hingehen können. Und da ganz unten rechts ist noch ein Weg, den ich nicht entlang gegangen bin. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich behaupten, wir gehen den Weg entlang und schauen, was da noch alles zu finden gibt. Im Idealfall finden wir ein paar Geo, für die ich mir dann fragile Stärke kaufen kann. Das ist ziemlich hilfreich und fragil wäre. Oh, warum hat er mir jetzt... Warum hat er mir jetzt so eins gegeben? Warum hat er mir so ein Leuchtteil gegeben? Vor allem habe ich von denen jetzt insgesamt 200. Sollte ich nicht zu deinen Lady rübergehen, wenn ich 200 habe? War da nicht was? Dann war es mit 300. Ich glaube, mit 200 sollte ich nochmal zu ihr rübergehen. Au. Schmerzhaft. Okay. War ich hier schon? Dann hören wir ihm mal zu. Ältester, hu! Warte, Kind, warum bist du hierher gekommen? Bist du gekommen, um dieses wilde, verfallene Land zu bändigen? Viele sind gekommen, um diesen Ort zu läutern, aber alle, die zu lange hierbleiben, werden irgendwann ein Teil von ihm. Ja, sogar die wilden Käfer, die unter uns lauern, sie waren einst stolz wie du, doch jetzt sind sie nur Monster. Hüte dich vor Träumen des Ruhms, Kind. Dreh um und kehre nicht zurück. Fordern wir den Kriegertraum heraus, nehme ich an. Au. Oh, das ist nicht gut. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Au, egal. Verschafft mir Zeit, mich zu heilen. Nein! Nein! Okay. Dann heile ich mich mal nochmal. Soweit so gut. Den Angriff mache ich mehr als den anderen. Der macht mich nämlich weniger nervös, ehrlich gesagt. Der, bei dem ich genau einschätzen muss, wo ich stehe, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Seht ihr? Das kann ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die Gegner haben vielleicht ein bisschen zu viel Leben. Ich meine, nehmen wir ihn als Beispiel. Ich habe inzwischen ungefähr 8-mal bewiesen, dass ich verstehe, wie er funktioniert. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich trotzdem schaffe, ihm auszuweichen, aber das ist auch nicht der Punkt. Komm schon! Ernsthaft, wie viel Leben hast du? Au. Okay, jetzt wird's gefährlich. Immer schön aufheilen. Vorsicht. Wir haben ihn.
Mein Verstand, hickert zurück. Haben wir geschlafen, Kind? Ah, ich erinnere mich, diese stolzen Fürsten. Waren sie wirklich Monster? Ich erinnere mich wieder in ihre Augen, hell und klar. Warum habe ich mich dann so vor ihnen gefürchtet? Wenn es in dem Dorf Wahnsinn gab, dann nur, weil ich ihn hineinbrachte. Mit Recht stießen sie mich aus. Mit Recht töteten sie mich, als ich angriff. Sie töteten mich? Ah! Er ist also verrückt geworden. Der andere Geist, den wir getroffen haben, er hat sich auch seinem König entgegengestellt. 100! Wir gedenken der Älteste. Ich habe 100 von diesem Geisterzeug bekommen. Dann würde ich fast sagen, haben wir eine Bank in der Gegend? Nicht wirklich. Wie auch immer. Ich weiß auch, was wir beim nächsten Mal machen. Wenn wir beim nächsten Mal gehen, werden das Mantisdorf nochmal zurück oder das Käferdorf. Ich würde aber fast sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das war soweit Hollow Knight. Wir haben eine Menge geschafft heute, habe ich das Gefühl. Wir haben zwei Bosse wieder besiegt, auch wenn es keine richtigen waren. Eher zwei Zwischenbosse. Und beim nächsten Mal werden wir herausfinden, was der NPC unter dem einen Dorf ist. Dann werden wir noch die Traumwährung abgeben und wir haben eine Menge vor uns, habe ich das Gefühl. Es gibt eine Menge zu erledigen. Und im Idealfall bekommen wir hier noch meine 600 G, um meinen Angriff zu erhöhen mit der fragilen Stärke. Oh, das wäre ziemlich cool. Aber ja, das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Thank you.